ist es ja, Omas Haus. Welche Wunder erwarten mich wohl heute? Frischgebackene Kekse? Eine Geschichte? Ein Pullover mit Liebe in jeder Masche? Oh, worauf warte ich eigentlich noch? Oma, Oma, Oma! SpongeBob! Hallo, Oma! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Heute geht es daran, dass wir das Häuschen von unserer lieben Oma bauen von SpongeBob. Und ich würde sagen, gleich mal Block in die Hand, damit SpongeBob seine leckeren Kekse bekommt. Für Omas Häuschen holen wir uns einfach mal heute ein bisschen hellgrauen Beton raus, dann ein paar schwarze Eichenstufen, dafür nochmal die Baumstammvariante ohne Rinde, dann holen wir uns noch ein paar Treppen raus, eine Fichtentür ist mit dabei, dann holen wir uns ein paar schwarze Steinknöpfe raus, einen Birkenknopf, dann holen wir uns gelbe Wolle wie gelber Beton noch raus. Bevor wir überhaupt mit dem Hausbau beginnen können, kommen wir einmal zur Grundstücksfläche. Wir haben eine Länge von insgesamt 24 Blöcke und eine Breite von 19 Blöcke. Damit schließt der ganze Gartenbereich mit ein plus Zaun. Das solltet ihr so ein bisschen Platz machen, ne, wenn ihr euch das irgendwo hin platzieren möchtet. So, ich würde mal sagen, geht es dann gleich mal los mit dem Häuschen. Relativ simpel, wir machen uns erstmal einen Kreis von dem Maß her. Einfach mal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Dann kommen jeweils zwei, einer immer so schräg. Dann wieder ein Fünfer, einer, Fünfer, einer und der Fünfer. So, den Kreis haben wir schon mal von unserem Häuschen. Jetzt kommt noch die Höhe. Das Ganze machen wir auf insgesamt 4 Blöcke, also 3 Blöcke platzieren wir dann nochmal drauf. Sobald wir das Ganze auf 4 Blöcke hoch haben, sieht dann erstmal Omas Häuschen so aus. Jetzt kommen wir noch, dass wir es ein bisschen verfeinern. Zum einen platzieren wir noch zwei Fenster auf der Vorderseite bei diesen Einern, die wir hier haben. Da setzen wir einfach unsere schwarzen Eichenholzstufen dann einfach mal unten und oben hier einfach mal in die Ecken hin. Dann wollen wir natürlich noch eine Tür machen auf der Vorderseite. Gut, würde ich mal sagen, da wo natürlich jetzt auch die Fenster sind, ist bei mir die Vorderseite. Schlage ich mir mal ein Feld von 3x3 hier einfach mal in der Mitte von unserem Fünfer frei. An den Seiten platziere ich dann einmal meine Baumstämme und dann einfach oben machen wir eine umgedrehte Treppe hin und unsere Tür kommt dann auch schon mal rein. Wer möchte, kann auch gerne schon gleich mal eine Klingel anbringen, ne, dass wir auch hier reinkommen. Und wenn wir mal drin sind, können wir das Ganze auch gleich mal anpassen, denn wir wollen ja das Häuschen auch einrichten. Von daher schnappen wir nochmal unsere Baumstämme und setzen das gleiche nochmal hier auf der Rückseite rein. Auch die Treppe, zack, so innen drin. Wunderbar. Dann nehmen wir uns gleich noch ein bisschen hellgrauer Beton und verdicken hier mal ein bisschen die Wände. Und zwar platzieren wir unter unserem Fenster davon nochmal zwei weitere Blöcke und oben das gleiche Spiel. Weil wir wollen ja später uns noch Glas einsetzen und da passt das ganz gut. Und hier rüber können wir auch nochmal zumachen. Okay, so, dann gehen wir erstmal raus und ich würde sagen, kommen wir jetzt einmal, um das Holz ein bisschen zu vernieten. Nehmen wir dafür einfach die schwarzen Steinknöpfe, flieg hier an die Seite hin und setzt dir einfach so ein paar Nieten. Weil Omas Häuschen ist so leicht vernietet, da kannst du einfach willkürlich dir jetzt hier einfach ein paar Knöpfe hinsetzen, wie du möchtest. Zack, und dann setzt du dir einfach hier deine Nieten hin. Ne, das kannst du willkürlich machen, kannst du mit Muster machen auf jeder Seite, wie du möchtest. Da gibt es nicht wirklich irgendwie eine Variante, die wir da irgendwie nehmen können. Na gut, dann kommen wir jetzt einmal zum Dach. Ich würde sagen, das machen wir erstmal nur mit gelbem Beton. Das wollen wir jetzt einmal überstehen lassen und das heißt jetzt einfach mal hier, gehen wir einfach hin und lassen uns einmal überstehen. Jetzt dürfen wir eins nicht vergessen, jetzt haben wir ja hier ein bisschen die Wand dicker gebaut. Ne, da darfst du dich jetzt bitte nicht irritieren lassen. Wir machen an sich jetzt einfach hier immer einen Fünfer auf der Vorderseite und einen Zweier, also zwei einzelne immer an den Ecken. Dass wir uns natürlich das Dach auch erstmal so ein bisschen im Kreisformat hier oben drauf einmal platzieren, sodass es halt überall einmal übersteht. So, das wollen wir auch gleich nochmal auf eine zweite Höhe uns einfach setzen. Zack, gleich die nächste Blockreihe einmal rauf. So, sobald wir das dann geschafft haben, machen wir das Spiel noch einmal. Das heißt, wir fliegen jetzt nach innen und setzen jetzt hier drin einen weiteren Kreis, der einfach einmal, ja, weiter nach innen gesetzt ist. So, das ist auch wieder einfach ein ganz normaler Kreis. Eine Fünfer, halt, eigentlich ist das jetzt genau das Maß von unserem Kreis, was wir jetzt drin haben, ne? Ein Fünfer auf jeder Seite und ein Einer einfach immer in den Ecken. So, das wollen wir auch wieder mal auf eine Zweierhöhe uns einfach mal hier ziehen. Und sobald wir das denn hier auch auf eine Zweierhöhe haben, kommen wir nochmal zu den letzten Reihen. Und da wollen wir jetzt eigentlich hier komplett immer einmal wieder nach innen gehen. Und da machen wir uns ein bisschen einfacher. Und zwar setzen wir hier gleich komplett einmal die Decke hier rauf. Ja, einmal komplett hier alles zuziehen. Und jetzt machen wir das insgesamt noch zwei weitere Male. So dass wir hier immer, sag ich mal schön, die Ecken immer hier, zack, immer, naja, was heißt die Ecken, immer hier einmal, sag ich mal, immer die freie Fläche außen einmal freilassen. So, und ganz oben würde ich mal sagen, setzen wir uns einfach hier so ein schönes Pluszeichen rauf. Und das Pluszeichen würde ich mal nochmal erweitern, und zwar setzen wir es jetzt komplett einmal bis zum Rand. Und dann immer hier in den Ecken nochmal von unserem Pluszeichen auch nochmal weitere. So, denn jetzt kommen wir dazu, das Häuschen, sag ich mal, das Dachlein ein bisschen besser darzustellen. Und da fangen wir einfach immer auf den geraden Seiten an, jetzt hier von unserem Dach, dass wir jetzt hier einfach zur Mitte hinfliegen, ein Dreier hinsetzen, gleiches Spiel hier nochmal und hier noch einmal. So insgesamt drei Dreier, die wir uns jetzt hier einfach mal platzieren. Also erster Dreier, zweiter Dreier, dritter Dreier. Ne? Das ist eigentlich das Einzige, was wir jetzt hier beim Dach machen. Also insgesamt hier auf jeder geraden Fläche nochmal drei weitere Dreier uns hier einmal zu platzieren. Eins, zwei und drei. Tja, und das ist schon das Dach von unserer Oma.
Jetzt kann man es natürlich gerne gelb lassen, wenn man möchte. Sie hat ja, sag ich mal, so ein Strohdach. Aber weil ich damit das Minecraft-Stroh nicht so super finde, nehme ich jetzt einfach mal ein bisschen gelbe Wolle und mache hier einfach so ein bisschen Textur mit rein. Ne, dass sich einfach die Blöcke so ein bisschen abheben, ein bisschen willkürlich sind. Einfach jetzt hier so ein bisschen austoben und einfach willkürlich einfach ein paar Blöcke austauschen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Halt einfach so, wie man es halt ja, am besten findet. Ne? Kann man sich hier so ein paar Blöcke einfach mal austauschen. So, ich bin schon fertig. Einfach willkürlich hier einfach ein paar Wolleblöcke noch mit reingesetzt. Und fertig haben wir Omas Dächlein. Damit wollen wir natürlich noch nicht Schluss machen und tun uns noch ein paar weitere Blöcke. Zum einen wollen wir unsere Fenster reinsetzen. Ich nehme wie immer türkises Glas. Dann holen wir uns noch ein paar steinzige Mauern raus, steinzige Treppen, polierte Granittreppen. Dann holen wir uns auch ein ganz normales weißes Glas raus als Luftbläschen. Und dann holen wir uns noch ein paar Steinstufen raus. So, kommen wir erstmal zu den einfachen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal einmal in unser Häuschen rein von unserer lieben Oma. Und dann setzen wir schon mal gleich mal unsere Glasblöcke rein. Die kommen natürlich dahin, was wir jetzt, sage ich mal, schon so ein bisschen vorgefertigt haben. Die Farbe vom Glas, wie gesagt, kannst du immer gerne nach deiner Lieblingsfarbe machen. Und danach nehmen wir noch unsere Steinstufen und setzen einfach oben am letzten Block von unserer Decke, jetzt hier am vierten Block, einfach unsere Steinstufen hin. Zack, wunderbar. Und dann haben wir hier auch schon die Decke drin. Tja, der nächste Schritt, den man tun muss, ist dann natürlich das Einrichten. Aber wie es innen drin aussieht, das gucken wir uns erstmal am Ende an. Noch müssen wir etwas draußen erstmal erledigen, bevor wir innen drin noch weitermachen können. Und zwar hat die unsere liebe Oma noch einen Schornstein. Den wollen wir uns mal darstellen mit steinzigen Mauern. Da flüge ich jetzt einfach mal hier hinten irgendwie zur Ecke hin. Und den machen wir uns ganz einfach Mauer hin, Treppe rauf, Mauer wieder ran, noch eine Mauer rauf. Und dann setze ich mir einfach hier so eine polierte Granittreppe einfach irgendwie so rauf. Die Form, Richtung kann man sich dann natürlich noch aussuchen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier noch einfach mal mit unseren Glasblöcken einfach so zwei Luftbläschen und fertig. Einfach und schnell kann die Oma in unser Bikini-Bottin einziehen. Natürlich kannst du dir noch ein bisschen draußen das verschönern, indem du dir dann hier natürlich einen kleinen Zaun bastelst. Wie gesagt, ne, also von der Länge 24 Blöcke ist jetzt der Zaun und von der Breite 19 Blöcke ist der Zaun. Ne, das ist so das Maß natürlich von unserem Zaun. Dann setzt ihr einfach ein paar Grasblöcke innen drin rein. Vielleicht hier einen so einen schönen Korallenblock, finde ich ganz schick. Das passt richtig gut, sage ich mal, zu dem Gehweg von unserer Oma. Und dann kommen wir natürlich nur noch drin, sich das Ganze hier drin einzurichten. Und unsere Oma wohnt ganz schick hier. Ne, die hat alles drin, was sie braucht. So ein schönes Wohnzimmer hier mit halber Küche noch drin. Was man immer so gut sah in den Folgen, ne, wo SpongeBob natürlich seine leckeren Kekse kriegt und seine Oma Küsschen. Ne? Das kriegt da alles hier. Und wo denn draußen auch noch alle standen und ihn ausgelacht haben, weil er die Oma Küsschen kriegt. Naja. Ja, hier haben wir noch das schöne Bettchen. Naja, ist ja mehr eine Couch bei der Oma. Aber wirklich so ein Schlafzimmer passt jetzt nicht rein. Aber dafür haben wir alles drin, was man so in den Folgen halt immer sah. Ne, Wohnzimmer und halt die schöne große Küche. Ganz schickele. Und ich finde, für unsere Oma geht das Ganze. SpongeBob ist bestimmt auch zufrieden, dass seine Oma jetzt in der Stadt ist. Und von daher, ja, würde ich sagen, haben wir gute Arbeit geleistet. Unser Bikini-Bottin wächst und wächst. Jetzt ist die Oma da. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ich bin natürlich wie immer gespannt. Freue mich natürlich drauf. Und ansonsten bedanke ich mich immer fürs Zusehen. Wünsche viel Spaß beim Nachbauen. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein. Und tschüss.